Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Wir sind auf dem Weg, unseren Trip zu beenden. Morgen Istanbul. How are you? Au revoir. I'm fine. Nice to meet you again. I'm feeling good. Inne. You're living in it. Wir sitzen im Taxi. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten beim Checkout im Hotel, die sich aber auf jeden Fall lösen gelassen haben. Auf jeden Fall hatten wir ein paar Probleme beim Checkout und jetzt sind wir leider ein bisschen verspätet auf dem Weg zum Flughafen. Also es könnte auch sein, dass wir den Flug verpassen, was natürlich nicht gut wäre. Nein, ist doch nicht gut, ja. Let's go. Let's go, let's go. Wir sind auf jeden Fall in einem sehr, sehr unangenehmen Stress gerade. Das kann ich sagen, Freunde. Sehr, sehr unangenehm. Das ist doch der alte Flughafen jetzt, oder? Ich weiß es nicht. Ich peil's auch nicht. Also hätten wir uns Shake Shack eh in die Haare schmieren können. Oh mein Gott, wie nice. Einfach nichts los hier. The Mandem's in a bloody hurry. Bloody hurry. The Mandem's need to hurry up. Das Problem ist, auch wenn wir sehr spät sind, ist immer Platz für einen kleinen Jog. It's not one. Millimeter. 31. This one also? Warum hast du eigentlich immer Übergewicht? Ich hab kein Übergewicht. Ja, Körper nicht, aber Koffer. I run New York, I run New York. Was gehen wir eigentlich essen in Wien? Some burgers. Burgers? Burgers. Sir. Auf jeden Fall. You ruined my video. Auf jeden Fall kein Kebab, auch kein Merchimek, auch keine Adana-Spieße, kein Döner und auf jeden Fall auch kein Schirdan. Baby, we done. So lie to me, so sweet. All the other. Was? Was? Tomaten. Arrived smoothly in front of the airplane. Wie viel Glück hatten wir schon wieder, sei mal ehrlich. Ja. Wir sind sogar richtig. Und jetzt von hier mit schönen, wie viel Grad hat es? 18, 19 Grad nach Vienna. We come in to eat some smash burgers. Thank you for your I should have turned it. I've got already one. I got one. I got a new one also for you. Jetzt geht's endlich ab nach Wien. Es war ein sowas von wilder Trip. Wir waren in den krassesten Städten, oder zumindest meiner Meinung nach in einer der krassesten Städte der Welt. In Wien werden wir uns irgendwo einen Burger reinziehen. Wahrscheinlich dieses XO Burger. Das soll sehr, sehr lecker sein. Lukas meint auch, das ist der beste Burger in Wien. Aber zu spontan, gönne. Gepäck ist abgeholt, Freunde. Noch nie ging etwas so flüssig wie dieser Flug und Landung. Kuss geht raus. Also, wir beenden jetzt. Komm her, wir beenden jetzt unsere Jokes. Seriöse Geschäftsmänner wieder. Die Frau kommt. 20 Minuten später. Wie geht's, Leute? Ich hab dich vermisst. Alles super, bei dir, Bro? Ich muss hier gerade am Stephansdom. Wann wurde der gebaut? Bruder, ich habe keine Ahnung. Aber der ist einmal abgefackelt, bis zur Hälfte. Und haben sie nochmal neu gemacht, weißt du? Haben auch extra Türme gemacht. Wien, muss ich sagen, eine sehr, sehr schöne Stadt. Und vielleicht wohnen wir hier auch bald, oder? Was sagt ihr? Und dann haben wir hier Bitzinger. Das war der erste Würstelstand, der Champagner verkauft hat, den ja, Bordel. Ja, so in Wien, so nachts, weißt du? Leute sind gekommen, haben Würstel gegessen und er hat sich gedacht, ey, weißt du was, ich hau da Sekt ins Sortiment. Nationalbibliothek, Augustinerkirche. Sehr, sehr berühmter Spot hier. Ja, Bro, sehr, sehr und wunderschön, muss ich auch ehrlich sagen. Wir kommen jetzt auch gleich zur Reiterschule, also Reiterhof. Das ist auch mitten in der Stadt, muss man dazu sagen. Man steht mitten im Zentrum dieser Stadt und riecht direkt diesen Pferdehof, wenn man es so nennen kann. Das hier ist die Reitschule? Ja.
Das nenne ich mal eine Pferdestatue. So. Und hier drin kann man dann Reitunterricht alles nehmen. Reitunterricht, du kannst auch so einfach reingehen, dir das anschauen. Da sind die Ställe, nennt man Stall, oder? Stall, ja. Ich bin früher geritten in meinem Leben, gell? 2 Jahre. Ich habe kleines und großes Hufeisen. Ja, Freunde, für alle, die es nicht wussten, Randy konnte auch mal, also ich kann immer noch reiten, aber ich reite nicht mehr auf Pferd. Schwarz. Und jetzt genug mit kultureller Bildung. Randy braucht Schuhe für seinen Wien-Aufenthalt. Ich habe schon in Istanbul geschaut, aber in Istanbul ist das Problem, es gibt leider nur Schuhe bis Schuhgröße 45. Wir befinden uns bei Snipes, Freunde, und suchen Schuhe in Schuhgröße 46. Katastrophe. Dominik, gibt es Schuhe in 46 oder wie schaut's aus? Ich probiere den. New Balance, Mann. Ist der 46? Ein Hals. Ciao! Probierst du diese Schuhe, Mann? Ciao! Wenn ich brauche ich beide. Der ist es nicht, ich sehe es jetzt schon. Der ist es nicht. Storno, Bruder, Storno. Ich sag dir jetzt schon, wenn der passt, ist es er. Ja? Der ist es dann, ja. Bismillahirrahmanirrahim, wir machen ein Bittgebet für den Bruder, dass der Schuh passt. Und? Der ist es, Bruder. Der ist es, ja. Muss ich kaufen? Ja. Muss ich kaufen? Gekauft. Erfolgreich, Freunde. Erfolgreich. Kuss geht raus an Teil. Aus einem Schuh wurden ganz schnell 2. So schnell geht's, ne? Kuss geht raus an Wien. Abus. So, Herr Dominik, wollen Sie sich was sagen durch die Kamera? Ich bin gesund, ich lebe, alles in Ordnung. Mich freut es, dass ihr schöne Schuhe gefunden habt. Habibi. Ich auch. So, Freunde, wir haben erfolgreich 2 Paar Schuhe gekauft. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir Burger essen. Gute Idee, let's go. Let's go. Ai, ai, ai. Dio, Oh. Wien hat mich auf jeden Fall glücklich gemacht. Schön. Das freut mich. Was Schuhe angeht. Und ansonsten bin ich sowieso hier glücklich. Wien ist auch so eine richtige Schlenderstadt. Hier macht Spaß zu spazieren. Ich bin da sofort zu meinem Welche Bezirke? So, Freunde, und ihr habt es gehört. Wir sind jetzt kurz davor. XO Burger. Und außen sieht der Laden schon mal cool aus. Draußen eine kleine Terrasse. Dieses XO-Logo ist auch ziemlich nice. Hi. Hi. Ich hätte gerne einmal den XO Burger und die Dirty Fries. Hi, grüß dich. Hallo, danke. Freut mich. Freut mich auch. Ich würde sagen, du kannst einfach zaubern, wie du willst. Ich filme einfach. Mach einfach wie immer. Es muss nicht genau sein. Fühl dich einfach frei. Alles gut. Fleisch wird jeden Tag frisch von uns verschiert im Haus. Ja. Da sind alte Weidenrinder aus Oberösterreich, also alles. Alles frisch. Alles frisch. Brot macht ihr auch selber? Nein, bekommen wir aber jeden Tag frisch geliefert. Werden auch von uns gemacht. Alles selber gemacht. Also wenn die Leute fragen, sagen okay. Wir gerne, was alles drin ist. Okay. Aber ihr versucht einfach einen eigenen Touch zu haben. Genau, auf jeden Fall. Und die Leute können ja gern wissen, was da alles drin ist, aber die Menge zählt. Wow. Französischer Senf, oder? Das ist so eingelegter Senfkaviar. Also okay, so Senfkörner, okay. die werden aufgekocht. Perfekt. Die werden auch jeden Tag per Hand durchgedrückt. Wow. Einmal vorblanchiert.
Danke dir. Sehr gerne. Ich entschuldige mich jetzt Bruder, hier offiziell. Alles gut, Habibi. Aber du ziehst durch. Muss, Ramadan ist Ramadan, Bruder. Als allererstes probieren wir die Pommes. Wir sehen hier eine, ich weiß nicht genau, was es für eine Soße ist. Ich habe auch nicht aufgepasst. Ich weiß aber nicht, was das für eine Soße ist, aber die sind schon sehr, sehr gut. Ich sage aber so, wie es ist, ich kann nicht mit den Pommes jetzt hier weitermachen. XO Smash Burger, Freunde. Backen wir das Ding aus. Burger. Schon ein Riesenteil. Ja, finde ich auch. Das Patty, wenn man schaut. Oh, 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 oh. Fleisch ist rausgefallen. Boah. Also, wenn man schaut, das Patty ragt schön über den Rand hinaus. Sehr, sehr viele Gurken drin. Schön Salat. Geile Soße. Das Bun ist auch schön soft eigentlich, würde ich sagen. Ist schon so ein bisschen semmligeres Ding. Ist geil. Die haben es hier auch wieder reingebrandet. Das hatten wir schon bei Fairfax in München. Finde ich einfach cool. Gibt so einen eigenen Touch. Und ich will sagen, wir reden nicht lange, wir beißen da rein. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen dieses Big Mac Feeling geben wird. In Smashed Edition. Wir beißen nicht umgekehrt ab. Ich rieche auf jeden Fall krass den Salat, Bruder. Ja, ja. Das riecht nach Big Mac, oder? Ja, leicht. Und was auch sehr, sehr nice ist, die haben das Fleisch schön dünn gesmashed. Doppelt aufeinander gelegt und dazwischen Käse. Also Hammer. Ich sag dir ehrlich, der ist krass. Der Burger ist schon sehr, sehr durchdacht. Der Senf drauf ist absolute Geschmackssache. Ansonsten. Ich persönlich finde den gut. Diese Senfkörner drauf sind richtig geil, die geben noch so ein bisschen mehr Säure. Das Fleisch schön gesalzen, perfekt gesalzen. Die Soße finde ich Hammer, den Salat, ich muss ehrlich sagen, ist ein überkrasser Burger. Überkrasser Burger. Es gibt nur eine Sache, die ich nicht so krass feiere, das ist das Brot. Ist ein bisschen fest. Es könnte softer sein, so ein bisschen mehr Shake Shack mäßig. Dass du einfach durchbeißt wie so durch eine Wolke. Das wollten die wahrscheinlich auch gar nicht, weil die wollen halt ein bisschen Biss haben. Aber es ist trotzdem ein sehr, 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 sehr krasser Burger. Auch ohne, also das Brot ist trotzdem gut, aber ich feiere einfach eine andere Art Brot. Danke für diese Empfehlung. Und ich sage euch so, wie es ist. Für jeden, der in Wien ist, probiert diesen Burger. Nix, Bruder, tut gerade Video fertig machen. Was geht nach eurem Date, Mate? Muss ich Sabrina fragen? Okay, Bruder, klar, klar dasselbe jetzt. Bis später, bis morgen. Wallah, Grüße. Ciao, ciao. Hey, war sehr gut, sehr, sehr gut. Freut mich. So, Freunde, ich hoffe, dieser kleine, kurze Vlog aus Istanbul nach Wien hat euch gefallen. Und ja, der Burger war gut, war lecker. Danke, Tayyip. Gerne, Bro. Kuss geht raus. Vielleicht esse ich um 19.30 Uhr zu Iftar auch einen Burger. Man munkelt. Es wird gemunkelt. Genau, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt aus Wien, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Kuss geht raus. Liken und kommentieren nicht vergessen. Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal.